Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 30. Oktober. Der Monat neigt sich dem Ende. Morgen steht Halloween auf der Agenda und der Monat Oktober hatte wieder einige Überraschungen. Teilweise Tage mit wenig Volatilität, kaum Bewegung und dann wieder natürlich, Sie wissen es, die Events, EZB, Fed und dergleichen haben hier doch schon für sehr, sehr starke Ausschläge gesorgt und dies Grund genug, hier auch speziell den Goldpreis nochmal unter die Lupe zu nehmen, den wir ja auch unlängst schon gecovert hatten während der laufenden Handelswoche und immer wieder, da sich hier eben diese bullische Flagge abzeichnet im Tageschart. Und das möchten wir uns jetzt hier nochmal näher betrachten. Deswegen beginnen mit dem Tageschart. Hier eine kleine Justierung. Sie sehen, diese Flagge ist immer noch intakt und das war auch die Annahme des Event-Tages für den Fall, ob die Kerze eben so bleibt. Die Vorfreude vor der FED-Sitzung war sehr, sehr groß. Das heißt, wir hatten hier schon Ausbruchstendenzen und wir hatten ja auch, wie gesagt, dann ein sehr starkes Bewegungshoch mit 30 Dollar an einem Tag. Das war schon eine wirklich starke Bewegung, die sich aber letztlich hier in Wohlgefallen auflöste und ja, den Goldpreis letztlich auf neue Tiefs zurückführte. Die Situation beim Goldpreis dennoch unverändert interessant. Sie wissen warum. Wir haben temporär eine bullische Phase vorausliegen beim Goldpreis. Und das soll jetzt nicht heißen, dass der Goldpreis hier einen großen Trendumkehrschub ausartet, aber zumindest hier auch im Sinne der Fibonacci-Retracements, die wir hier sehen, dürfte in Bälde eine Erholung Einzug halten. Der Goldpreis Future, auch das kennen Sie, wenn Sie die letzte Sendung schon gesehen haben, weist hier mit Blick auf die letzten 21 Jahre 16 Treffer auf, die hier im Durchschnitt eben tatsächlich 12,90 Dollar Gewinn brachten, mit einer Haltedauer von, jetzt muss ich kurz spicken, 12 Tage waren das, beziehungsweise vielmehr in dem Fall beim Goldpreis Future sogar 17. Und das hier die Situation, die wir hier aktuell im Goldpreis finden. Und wenn wir hier mal die Historie uns anschauen, dann ist das schon ein sehr, sehr vernünftiger Performance-Chart, der hier im Prinzip, ja, Sie sehen es, relativ ruhig beginnt, aber im Sinne der Rallye, im Sinne der Goldpreis-Hoss hier dann doch sehr deutlich nach oben schoss. Faktisch aber auch zu beachten, dass die letzten 2 Jahre die Saisonalität hier nach unten schlug. Man sieht hier im Sinne des Kaufs Anfang November und Verkaufs, nicht ganz Mitte November, aber so roundabout plus minus 10 Tage, Schrägstrich eben der genannten 17 Tage. Das Fenster mal aufrufen. Genau das ist es. Und das spricht dafür, dass der Goldpreis hier rein statistisch nach 2 schwachen Handelsjahren jetzt hier durchaus eine gute Chance hat, nach oben anzuziehen. Die statistischen Rahmenparameter begleiten das. Und auch wenn wir auf den Spotpreis schauen, auf den Goldpreis-Spotpreis, sehen wir hier, ja, ein kleiner Dip ist noch möglich. Heute gegebenenfalls Schrägstrich Montag, aber dann mit dem Schlusspreis vom Montag hier im oder mit Beginn des Novembers, 2. November, ist dann hier im Prinzip eine, ja, dynamische Bewegung zu erwarten, die sich sogar weiter fortsetzen könnte. Aber mit Blick auf die letzten 21 Jahre, wie gesagt, eben hier dann doch schon eher Mitte November ihre Erschöpfung fand. Insofern kurzfristig hier auf jeden Fall interessant, den Goldpreis einzusammeln. Sollte es heute hier bereits eine Überraschung auf der Oberseite geben, dies wäre der Fall, wenn der Goldpreis hier das Niveau von 1160 überwindet per Schlusspreisbasis, 1161, dann wären wir direkt über dieser Trendlinie, obgleich hier 1167, 1165 hier immer noch dieser Horizontalwiderstand ist, da muss er auch erstmal rüber. Aber die Chancen, dass der Goldpreis im Prinzip alsbald eine Aufwärtsbewegung, eine fortgeschrittene Aufwärtsbewegung vollzieht, stehen unter einem guten Stern. Dann jedoch hier im Bereich 1200, 1210, diese obere deckelnde Trendlinie, müsste man dann eben mit Vorsicht beachten, gegebenenfalls dann hier wieder eine Abwärtsbewegung einkalkulieren, um mal hier die möglichen Verläufe ein Stück weit zu visualisieren. Kann auch heute hier noch ein Stück weit runtergehen, warum denn nicht? Aber dann spricht im Prinzip viel dafür, dass der Goldpreis eine Erholung erfährt mit Beginn des Novembers. Dann muss man eben die Situation hier bewerten, wenn wir 1200 attackieren, 1200 angreifen. Wir haben hier oben einen massiven Widerstand, 1223 rund. Da verläuft dann übrigens auch hier diese Abwärtstrendkanallinie. Also hier haben wir ganz klaren Kreuzwiderstand, den der Goldpreis, sofern er dann hier nach oben rausziehen sollte, sicher erstmal überwinden müsste, um weitere Kaufsignale zu generieren. Generell aber wäre das hier dann sogar, wenn man es hier rein zyklisch sieht,
sogar erst Dezember der Fall, dass dieses Level erreicht wird. Aber der Goldpreis neigt ja auch dazu, hier mal ein bisschen Stück weit sprunghafter nach oben, Schrägstrich unten anzuziehen. Und deswegen den Goldpreis einfach hier mal sehr, sehr engmaschig im Auge behalten. Heute, das sollte man auch wissen, ist der Goldpreis rein statistisch während der letzten 52 Handelswochen bullisch zu sehen. Der bullischste Handelstag, hier mit 55% positiver Schlusspreise, hebt sich der Freitag ganz klar von den anderen Vortagen der Handelswoche ab während der letzten 52 Wochen. Und auch im Overall View, das werden Sie als Zuschauer kennen, haben wir hier beim Goldpreis mit 58% positiver Schlusspreise einen ganz klar bullischen Handelstag. Also die Chancen, dass der Goldpreis heute eine Erholung bereits startet, Schrägstrich weiter nach oben ansteigt, auch möglicherweise hier innerhalb eben dieser Flagge, die wir hier sehen, dieser bullischen Flagge, sind durchaus gegeben. Und als kleines Bonbon sozusagen haben wir dann noch hier die Tatsache, die ich nicht vorenthalten will, dass wir auch von der FTSE-Vektorlogik her, auf Tagesbasis wohlbemerkt, Intraday sieht es eher schwach aus, aber auf Tagesbasis will ich Ihnen das zeigen, dass wir hier beim Goldpreis XAU-USD-Spot ein positives Pattern haben. 81% Trefferquote, Häufigkeit 120 Mal während der letzten rund 16 Jahre. Und hier sehen Sie es, eine Performance von 1,45% scheint möglich. Und das an einem bullischen Freitag, das in Form dieser Bull Flag, wo wir aktuell hier am unteren Ende uns versuchen, ein Stück weit nach oben zu ziehen, könnte das heute für einen Goldpreis tatsächlich schon mal eine interessante Erholungsbewegung ergeben, die dann eben hier kurzfristig Gewinne generiert und im Ausdehnungsfall dann eben sogar hier nach dem Pattern sogar hier Niveaus in Richtung 1169 generiert. Das muss man erstmal abwarten, ob es soweit kommt, aber die Chancen sind gegeben. Gehen wir dazu auch nochmal kurz in den Intraday-Chart. Da sieht es nämlich so aus, dass wir hier in der Asia-Range eine leichte Erholung gesehen haben. Unschwer zu erkennen, dass wir bislang nur 5,29 $ gelaufen sind. Das heißt, wir haben hier noch gut Range-Potenzial. Interessant hier, wenn wir uns weiter nach oben arbeiten sollten über den heutigen Pivot Point hinaus, dann haben wir hier das Vormonatshoch, das Vorwochentief und auch die Average True Range, die Average Daily Range hier bei 1158, das entspricht einer Tagesbewegung von 13,55 $ hier vorausliegen. Das bullische Pattern mit plus 1,45% weist hier auf eine Bewegung in Richtung Resistance Punkt 3, Schrägstrich über das Vortagesniveau sogar hinaus hin. Ob die Kraft dafür reicht, bleibt mal abzuwarten. Aber rein von dem Pattern her haben wir das Potenzial, eben hier in 81% der Fälle tatsächlich so einen starken Aufwärtsimpuls zu sehen. Und wie gesagt, 120 Erscheinungen in dieser Art mit dem Mittelwert von eben 1,45% Gewinn ist mal nicht schlecht. Dennoch natürlich kein Garant, 100% sind es nicht. Sollten wir nämlich das Vortagestief unterschreiten, dann wäre auch, und da können wir auch mal kurz den Chart in den Rainbow-Mantel einweihen. Da sehen Sie ja sehr schön das Abwärtsmomentum. Auch gestern hier sehr schönes Setup mit Ausbruch unter die Asia-Range. Fiel der Goldpreis erstmal sukzessive nach unten und gleiches könnte heute passieren, bullischer Tag hin oder her. Das Momentum ist aktuell noch negativ, wir sind in dieser bullischen Flagge abwärts gerichtet und wenn wir hier unter das Vortagestief zurückfallen, kann es auch in Richtung 1136 zurückgehen. Das wären aber dann sehr, sehr interessante Preise für die kommende Woche, um dahingehend einen möglichen Long-Einstieg zu finden. Also Sie sehen, es gibt viele Optionen. Ich hoffe Ihnen heute die ein oder andere schmackhaft gemacht zu haben. Letztlich haben Sie die Verantwortung für all das, was Sie natürlich tun. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag und freue mich, wenn wir uns Montag wiederhören. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.